Wir sind Wüdian, Daniel Holt und Jörg Nörser. Wir sind quasi Wüdian, wobei der Wüdian natürlich der Wildschweinspeck und die Wildschweinsalami ist. Aber zu dem kann euch vielleicht der Daniel ein bisschen mehr erzählen, was dann genau der Wüdian ist. Ich habe schon lange Zeit bei mir daheim mit der Wohnhütte experimentiert. Hab aus dem erlegten Wild, aus der Wildsau, eine Sur entwickelt, aus der Sur den Speck geräuchert mit einer speziellen Methode. Und das hat dann jedem gut geschmeckt. Haben wir sie zusammen dann mit dem Jörg und dann ist der Wüdian entstanden. Wir haben in Linz eine Verkostung gehabt, da war eben der Geschäftsführer vom Maximarkt dabei, der Thomas Schrenk, der hat uns da quasi entdeckt und hat uns gefragt, ob wir den Wüdian in den Supermarkt bringen wollen. Und daraufhin haben wir unsere Produktionskapazitäten eben angepasst. Dann war der Maximarkt der erste und der Exklusivpartner für uns, wo wir jetzt mit dem Wüdian im Supermarkt sind. Das wirklich ein hundertprozentiges Naturprodukt ist. Die Tiere leben frei in der Natur. Die unterliegen, die haben keine Medikamente, die haben keinen Tiertransport, die sind stressfrei, bis das eben wirklich von der Jagd in der freien Natur erlegt werden, dann letztendlich ein stressfreies Fleisch zu uns und ein gutes Gesöchte auf den Tisch kommt. Verarbeitet werden grundsätzlich drei Stücke vom Wildschwein. Das ist das Karree, das Kaiserteil, das ist meistens ein bisschen kleiner und ein bisschen zarter. Dann den Schopf und die Keule und zum Drüberstrahlen haben wir dann noch quasi eine eigene Wildschweinsalami kreiert. Aber ich würde fast einmal sagen, jetzt haben wir es da liegen und jetzt haben wir viel erzählt, jetzt sollten wir es dann einmal ein bisschen anschneiden und ein bisschen verkosten.